du hast nur Angst. Also da geht's nur um Angst. Hätte er nicht schon Vorstrafen, wäre es auch wesentlich undramatischer. Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Minowin Fröhlich. Finalist bei DSDS 2010. Und Junkie. Gewalttäter. Familienmensch. Ich will auf jeden Fall mein Leben verändern. Für Menschen da draußen, die vielleicht genau das gleiche Problem haben wie ich. Du hast nur Angst. Also da geht's nur um Angst. Wollen wir mal. Ich habe das getan. Es tut mir auch leid, was ich getan habe. Ich kann euch aber nicht mehr sagen, als wie: Ich will endlich raus aus der Sucht. Und ich kann euch das beweisen, dass ich das will, denn ich habe dafür gearbeitet und ich habe hier so viel vorliegen. Dann muss der Richter entscheiden, ob er das berücksichtigt oder nicht. Ich habe ihn einmal verteidigt vom Amtsgericht in Darmstadt und dann wollte die Staatsanwaltschaft ja sich da nicht wirklich mit zufrieden geben. So, kannst hier neben mich kommen. Ach, ja, die Hälfte wohnt. Da ist er schon. Schönen guten Tag. Esser aus Köln. Die nette Bewährungshelferin hat gesagt, sie wollte mit mir sprechen. Ja, geht um diese Akte, die ich Ihnen schon per Fax geschickt habe. Diese Akte stand drin, oder beziehungsweise gab es ein Foto und man hat mich beschuldigt, dass ich am Juni 2020 geblitzt worden sei. Das kann nicht wahr sein. Da habe ich mich über mich selber in dem Gerichtssaal schon abgefasst. Das habe ich denn gemacht? Jetzt los? Ich meine, es geht genau um die gleiche Sache. Da kriege ich hundertprozentig Gefängnis. Da habe ich mir echt in die Hose geschissen. Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Sind Sie, Herr Fröhlich, angeblich Auto gefahren im Juni 2020 und wurden dabei geblitzt? Also, Scheiße.
Und dann haben wir reingeguckt und dann haben wir halt dann gesehen, dass das halt nicht ich war, sondern der Freund von meiner Ex-Frau. Ja. Das ist von den Kindern die Mutter der Mann. Oh, das ist eine Gänsehaut jetzt. Bin ich nicht. Das ist von meiner Ex-Frau, der Mann. Na, ja, dann können wir da ja, da können wir ja schön darüber sprechen. Und dann, als wir dann gesehen haben, natürlich, dass ich das nicht bin, ist mir ein Stein von Herzen gefallen. Aber trotz allem hatte ich immer noch Schiss, weil ich wusste, okay, was im Raum steht, ja. Kann zeigen, dass ich das wirklich will und dass ich dafür auch was getan habe. Und dann muss der Richter entscheiden, ob er das berücksichtigt oder nicht. Was? Dass ich clean werden will endlich in meinem Leben. Ich will endlich raus aus der Sucht. Ich erwarte eigentlich ein gerechtes Urteil. Und wenn einer so viel macht, sich so bemüht, in der relativ kurzen Zeit, die wir es auch hatten, zwischen erster und zweiter Instanz, dann denke ich, dann ist ein Jahr auf Bewährung da, ein Urteil, was gerecht ist, wo man mit leben kann. Ich will einfach gar nicht daran denken, dass er weggeht, also weg muss. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass der Staatsanwalt schon überzeugt ist und nach der langen, gründlichen Beweisaufnahme sagt, alles klar, ich nehme die Berufung zurück. Nehmen Sie da auch zurück. Aber leider ist es nicht so gekommen. Jetzt müssen wir einfach abwarten. Ungewöhnlich kurze Beratungszeit kann beides bedeuten. Als der Richter rauskam, so, es war erstmal so, natürlich ist mein Atem schwerer geworden. Oh, Scheiße. Also, das war eine Höllenfahrt, nehme ich an. Ich glaube auch, oder? Also, das war absolut Wahnsinn. Boah, ich muss erstmal ein bisschen. Darf man hier sitzen? Nein, darf man auch nicht, ne? Vielleicht können wir uns einfach mal da hinten hinsetzen. Ich bin zufrieden. Ich bin auch ein bisschen emotional. Ich gebe immer mein Bestes, logisch, aber er ist mir halt ans Herz gewachsen, der. Der Dicke. Der Dicke. Ja. Ich habe noch ein paar Anzüge, die ich dir schenken kann. Ja, das wäre super. Ja. Bin ich froh, dass das jetzt vorbei ist und bete einfach, dass es halt nie mehr wieder kommt, dass wir jetzt halt gute Sachen erleben und einfach ruhig im Leben durchstarten können. Wir haben ja letztens vor ein paar Tagen miteinander geredet und waren da auf der Bank, haben wir geredet darüber, was alles so passieren kann.
War heute sehr langer Termin. 2,5 Stunden ging das Ganze. Ja, und jetzt habe ich halt Bewährung gekriegt. Das heißt, Tata muss nicht weg. Komm. Hä? Einen Rückfall gehabt. Ne? Ich habe einen Rückfall gehabt. Und zwar allen klar, dass es passiert. Deswegen schrei ich, ich bin wieder allein. Du hast so eine gute Gabe bekommen vom lieben Gott. Warum nutzt du diese Chancen nicht?